Hallo alle zusammen, willkommen in Karis Küche. Als erstes möchte ich mich entschuldigen für den Unsinn, den ich im letzten Video am Anfang gesprochen hatte über die Cabrezel. Dank einer lieben Zuschauerin weiß ich jetzt, was es bedeutet. Ich bin auch nicht vorher auf die Idee gekommen, das mal zu googeln, weil ich dachte, ich wüsste ungefähr Bescheid. Ja, Pustekuchen, die Knie des Kamels waren es nicht. Sondern die richtige Übersetzung ist, also Cab oder Cabrezel heißt das Horn einer Gazelle, und zwar diese Gazelle, dieses Tier hier. Und tatsächlich sehen die Hörner auch ähnlich aus. So, das wäre geklärt. In diesem Video geht es um die Füllung und um den Teig drumherum. Anfangen werde ich hier mit der Füllung dafür. Also ich fange wirklich ganz von vorne an. Das war die Mandeln blanchieren, dann schälen, dann mahlen, dann kommen die restlichen Zutaten dazu, dann wird dann nochmal geknetet und danach geht es dann weiter mit dem anderen Teig. Also, ich habe hier 400 Gramm ungeschälte Mandeln. Ganz wichtig ist nicht kochen. Ich habe die früher immer gekocht, sondern einfach nur hier heißes oder abgekochtes Wasser dazugeben. Nicht lange jetzt drin lassen, wirklich maximal 5 Minuten. Nur 3 bis 5 Minuten in dem heißen Wasser jetzt drin lassen. Auch wie heißt, einen Deckel drauf geben, damit die Hitze alles drin bleibt. Und dann gießen wir das Ganze auch schon ab und fangen an, die Mandeln zu schälen. Die lassen sich sehr schnell und einfach schälen. Vor allem jetzt, wenn die noch so heiß sind, geht das sehr schnell. Ja, das Problem bei den Mandeln ist, die dürfen nicht zu viel heißes Wasser schlucken. Generell Wasser, da dürfen wir sie nicht so lange drin lassen. Guck mal hier, die flutschen mir schon automatisch da raus und fliegen in alle Richtungen der Küche. Ja, die Mandeln dürfen nicht so viel Wasser schlucken, weil sie sonst schneller kaputt gehen. Also ihr könnt die dann nicht mehr lange aufbewahren. Bei uns bleiben die sowieso nicht lange. Aber für diejenigen, die dann mehr produzieren möchten und die dann für ein paar Wochen aufbewahren möchten, die müssen echt zusehen, dass die Mandeln so trocken wie möglich bleiben, ne? Zum Schälen dann wirklich nur ganz kurz ins abgekochte Wasser und dann schälen. Und dann müssen die natürlich trocknen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich die hier schon mal direkt auf einem Küchentuch gegeben. Am besten über Nacht so an der Luft stehen lassen, damit die komplett austrocknen. Dann kann nämlich auch später nichts mehr passieren. Ich habe für sowas jetzt keine Zeit gehabt und habe die in den Backofen gegeben bei Heißluft oder Umluft. Wie viel Grad hatte ich da? Ich glaube 50 bis 80 Grad Umluft, also nur getrocknet, ne? Die sollen ja nicht backen, die sollen auf gar keinen Fall jetzt backen oder, ne, die dürfen jetzt auch nicht rösten, sondern nur trocknen. Ne, deswegen habe ich die bei Umluft jetzt mal in den Backofen gegeben. Tut ihr die lieber über Nacht, da seid ihr auf der sicheren Seite. 1 bis 2 Nächte sogar trocknen lassen. Wie gesagt, hier habe ich so kurz sogar mit offener Tür getrocknet, damit die ja nicht irgendwie da drin matschig oder geröstet werden. Ja, und hier sind sie dann auch schon erkaltet und einigermaßen trocken. Ich habe die ja jetzt gebraucht, um euch das Ganze zu zeigen. Wie gesagt, wenn ihr mehr macht und die aufbewahren wollt, lasst die mal eine Nacht an der Luft trocknen. Ich gebe die dann hier in die Maschine erstmal so mit nichts, nur die Mandeln. Und mahle die so gut wie möglich. Meine Maschine, die ist zwar für sowas ganz okay, aber leider nicht perfekt für die Cab. Wie heißen die nochmal? Ich sage das immer falsch.
Cabrisel. Dafür ist die leider, der wird nicht richtig, der soll ja wie Marzipan werden, ne? Wir wollen ja einen richtigen Marzipan erhalten. Und hier gebe ich dann wie viel waren es? Das Rezept schreibe ich euch natürlich nochmal in die Infobox. Genau, zu den Mandeln kamen jetzt 160 Gramm Zucker dazu. Normalerweise sagt man, auf 1 Kilo Mandeln kommen 500 Gramm Zucker. Na, in meinem Fall waren es 400 Gramm ungeschälte. Und da ich immer weniger benutze, weniger Zucker, habe ich jetzt mal 160 Gramm genommen, weil da bei mir gleich noch ein Päckchen Vanillezucker dazu kommt und ein Esslöffel Honig. Was ich da jetzt dazu gegeben habe, waren ein halber Teelöffel Zimt und das Päckchen Vanillezucker und habe das dann nochmal gemahlen zusammen. So, und jetzt kommt da noch ein Esslöffel Honig dazu und so viel Rosenwasser. Diese Flasche hier, die bekommt ihr in allen türkischen und marokkanischen und pakistanischen Läden. Ich habe jetzt mal 50 Milliliter da reingegeben, aber ihr könnt nur oder man darf nur so viel reingeben, bis wir die richtige Konsistenz erhalten. Ne? Der darf auf gar keinen Fall jetzt, das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Füllung, der darf jetzt auf gar keinen Fall zu flüssig werden. Deswegen immer nur ein wenig von dem Rosenwasser. Wem das Rosenwasser nicht so gut schmeckt oder er nur ein bisschen da drin haben möchte, ihr könnt natürlich auch 50-50 Wasser und Rosenwasser nehmen. Könnt das mischen. Oder auch ein bisschen Butter dazugeben. Ganz wichtig da drin ist der Honig. Man kann statt dem Honig auch noch diesen Sirup, diesen hellen Sirup von Grafschafter nehmen. Oder am besten ist natürlich Glukose, weil das ist das, was uns diesen Teig so richtig schön nach Marzi, also der lässt das Ganze halt so richtig schön klebrig werden, ne? Und der hält dann das Ganze auch zusammen. Die Glukose kann man auch selber herstellen. Das Video dazu wird auch noch kommen, inshallah. Ja, und hier knete ich den, ich sag mal, Marzipan ist ja eigentlich nichts anderes, ne? Das Marzipan so lange kneten, bis man schöne klebrige Masse erhalten und wie gesagt mit dem Rosenwasser bitte ganz ganz vorsichtig immer nur wenig dazugeben. Ich meine, hier gebe ich gleich noch ein bisschen was dazu, weil der Teig mir noch ein bisschen zu trocken, oder? Nee, das war's schon. Ja, so war der bei mir ganz okay. Wie ich in dem letzten Video schon gesagt habe, der ist mir leider zu dunkel geworden wegen dem Zimt. Ihr könnt den Zimt auch komplett weglassen. Dann erhaltet ihr nämlich einen richtig schönen, helle Füllung. Das hat mich jetzt ein bisschen gestört. So, wir kommen zu dem Teig. Ich habe hier 300 Gramm Mehl. Das ist nur eine kleine Menge diesmal. 100 Gramm Butter, die muss weich sein. Eine Prise Salz. Ein Esslöffel Puderzucker. Und dann nochmal von unserem Rosenwasser. Das könnt ihr auch 50-50 mit Wasser mischen. Ne, ihr müsst hier nicht nur Rosenwasser benutzen, wem das zu viel ist, weil das schmeckt schon krass nach Rosenwasser. Aber ich habe das halt gern. So, wir geben alles in das Mehl hinein, bis auf das Rosenwasser. Und hier wieder dasselbe. Erstmal arbeite ich die Butter in das Mehl und dann kommt die Flüssigkeit von dem. Ja, hier habe ich das Puderzucker. War ein bisschen klumpig.
Das hätte ich sieben müssen. Jetzt habe ich da die Klumpen in dem Teig, aber das kann ich gleich beim Kneten rausarbeiten. Ihr könnt ja den Puderzucker dann reinsieben, dann habt ihr das Problem nicht. Ja, und jetzt heißt es kneten, kneten, kneten. Der Teig darf auf gar keinen Fall zu weich werden, eher zu fest, weil wir müssen da nachher damit richtig schön arbeiten können, den ziehen können, der muss standhalten, ne? Und auch beim Backen darf der dann auch nicht, muss er ja immer noch die Form halten, deswegen der darf auf gar keinen Fall zu weich werden. Wie gesagt, eher lieber einen Ticken zu fest als zu weich. Hier versuche ich den ein bisschen zu kneten, obwohl es wirklich sehr schwer ist. Man kriegt hier am Anfang erstmal keinen schönen Teig hin, ne? Der ist nicht homogen, der sieht erstmal wie hier. Ne, hier fange ich den erstmal an zu bearbeiten, genau. Der sieht nicht schön aus, nicht glatt, ne? Aber genau, so sieht er dann aus. Wir geben den dann in eine Frischhaltefolie und legen den mal für ja eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank und danach ist er schon viel, viel angenehmer, weil sich dann dieses Klebeeiweiß vom Mehl bildet und der dann viel elastischer und angenehmer zum Arbeiten wird. Ja, und hier ist der Teig. Bei mir war der ein bisschen mehr als eine Stunde im Kühlschrank. Beide, die Füllung und der Teig. Der Teig ist super elastisch und wie gesagt, das Ganze ohne Ei, ne? Auch die Füllung. Normalerweise kommt in die Füllung ein Eigelb rein, damit das Ganze noch ein bisschen klebriger wird und so, ne? Habe ich auch nicht gemacht, weil ich mache mir immer Sorgen wegen Salmonellen, ne? Wenn das Ganze, das muss ja auch noch über Nacht trocknen. Oder wenigstens ein paar Stunden an der Luft einfach nur trocknen, ja, und das Ganze dann mit rohem Ei. Nee, da habe ich die Eier komplett weggelassen. Wie gesagt, sowohl im Teig als auch in der Füllung. So, also der Teig ist wirklich super geworden, wie ihr seht. Auch die Reste, die hatte ich mir zusammengepackt, immer schön mit Frischhaltefolie abdecken beim Arbeiten die Reste und dann wieder in den Kühlschrank legen. Und nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag könnt ihr super damit weiterarbeiten, ne? Der lässt sich dann wirklich auch wieder ganz toll ausrollen. Gebacken habe ich diese Plätzchen bei Umluft. Die dürfen nicht zu heiß und nicht zu lange gebacken werden. Die dürfen auch nicht zu viel Farbe annehmen. Nur von unten. Die kommen bei mir in unterste Schiene, sagt man das? Unterste Schiene im Backofen, genau, also im unteren Drittel. Und mit Umluft dann gebacken bei, habe ich die bei 130 Grad. Und nee, bisschen weniger sogar. Müsste mal gucken, jeder Backofen backt anders. Ich komme mit dem hier, ich habe einen neuen, mit dem komme ich sogar noch nicht zurecht, wie mit dem, den ich vorher hatte. Ich komme total durcheinander und muss immer aufpassen. Deswegen auf gar keinen Fall, also wichtig bei diesen Plätzchen ist einfach nur nicht zu lange Farbe annehmen lassen, mehr trocknen als richtiges Backen. Ja, und das war's. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Wenn nicht, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.